Ja, herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja. 3, 2, 1, los. Ja, wir sind nun in der 31. Folge. Und heute, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, wollte ich ein Thema ansprechen. Und zwar das Thema, was ich angesprochen habe mit Katalonien. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber Katalonien ist ein Land. Beziehungsweise ist kein Land, ist eine Provinz, kann man sagen, oder ein Gebiet in Spanien, in Nordspanien, wo der Nordosten, also an der Grenze von Frankreich. Und ja, die kämpfen halt gegen die Unabhängigkeit, zum Beispiel auch Stars machen damit, wie der Bayern-Trainer Pep Guardiola oder Spieler wie Xavi oder Gerard Piqué von FC Barcelona. Und am 9. November gibt es, soweit ich jetzt mitbekommen habe, die Unabhängigkeitserklärung, also die Abstimmung für die Unabhängigkeit. Bin ich mal gespannt, wie es abläuft oder wie es entschieden wird, ob Katalonien wirklich unabhängig wird. Und das hat auch, ist vielleicht so noch interessant, einerseits, weil wir dann ein neues Land haben. Und wie es dann im Fußball gesehen weitergeht, das erkläre ich auch gleich. Im Restrennen. Ja, an sich, ja. Möchte ich mich hier äußern, weil ich jetzt nicht ganz genau kenne und kein Katalane bin oder auch keine Verwandten habe, die damit zu tun haben. Übrigens war ich mit Luigi. Nur so zur Info. Randinfo. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Was ich denke ich mal nicht gemacht habe, aber kommen wir zurück zum Thema. An sich cool. Hauptstadt, wenn Katalonien wirklich unabhängig wird, ist, denke ich mal, Barcelona auch die Hauptstadt dann. Auch schön. Unabhängigkeit, das kennt man ja von vielen, wie in Amerika, das unabhängig wurde. Deutschland hat ja diese Sache mit der Unabhängigkeit nie gehabt. Weil sie schon. Ja, okay. Ey, bin ich hier richtig hier weggehauen oder? What the heck? Auf dem 4. Platz kriege ich einen Blitz? Was ist denn hier los? Ich warte noch ein bisschen. Upsi. Ich bin so fies. So. Ja, auf jeden Fall, das ist eigentlich kein großes Gebiet. Kann man, ja, mit welches Land kann man vergleichen? Niederlande vielleicht, Belgien, so groß ist auf jeden Fall das Land, Katalonien. Und jetzt möchte ich mal gleich mal erzählen, was es so fußballerisch Nachteil haben kann. Jeder kennt ja wahrscheinlich den Club FC Barcelona. Müssten viele kennen. Also Fußballfans, denke ich mal, auf jeden Fall. Jetzt außerhalb weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, viele kennen den Verein. Wenn Katalonien tatsächlich unabhängig wird, dann ist ja Barcelona keine Stadt mehr in Spanien. Und dann hat die Primera Division, so heißt die Liga in Spanien, jetzt Bundesliga, hat damit gesagt, dass Barcelona und andere Vereine, das heißt Espanyol Barcelona zum Beispiel und viele andere Vereine, die in Katalonien sind, fliegen raus. Das heißt, Barcelona wäre dann nicht mehr in der Primera Division und sie können sich höchstens, also diese Klassikos, die ich mir immer angucke, wird es dann auch nicht mehr geben in der Form, dass es dann mindestens zweimal nicht mehr gibt, sondern wenn überhaupt mit Glück in der Champions League. Und das kann nicht häufig der Fall sein. Okay, das ist schon mal passiert in der Champions League, aber gut. Also ich glaube, also ich bin mir sicher, obwohl sicher bin ich mir auch noch nicht, aber ich
glaube, Barcelona bekommt so eine Sonderregel wie Monaco. Wer weiß, Monaco liegt nicht in Frankreich. Soweit ich weiß, liegt Monaco in dem Vatikanstaat. Und ja, die haben diese Sonderregel bekommen, dass sie halt in Frankreich spielen dürfen. Also in der Ligue 1. Und Ligue 1. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Ich habe versucht, halbwegs Französisch auszusprechen. So. Naja. Oh, klar. Oh, schade. Das trifft ihn ja. Nee, leider nicht. Okay. Das ist ja schon auf eine Art krass, wenn man es hört. Ja, Barcelona fliegt raus, aber ich glaube es nicht. Weil dafür ist Barcelona viel zu groß und das ist ja sowas ausmacht. Und dann denkt man sich wahrscheinlich, oh ja, jetzt wird immer noch Real Madrid Meister. Was sein kann. Aber da bin ich mir auch mal gespannt auf die Diskussion. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder ob ihr meint, dass Barcelona wirklich aus der Liga fliegt, also aus der Primera Division. Oder gar nicht. Also ich denke, die werden nicht rausfliegen. Ich denke mal, die werden bleiben. Also trotz dieser Sache wollen ja alle diese Unabhängigkeit haben. Und danach wollen die halt klären, was dann passiert. Das hat zumindest zum Beispiel Pep Guardiola gesagt. Also ich denke mal, wird nicht passieren. Zum Beispiel, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, schreibt mal, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem Thema haltet, weil einerseits zum Beispiel für mich persönlich ist zum Beispiel, ich gucke ja eigentlich nur Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, halt die deutschen Sachen, die schon viele Fußballfans in Deutschland machen würden. In der Ausland ist natürlich anders, guckt nicht jeder die Bundesliga. Gucken eher wahrscheinlich viele die Premier League als die Bundesliga, weil die Premier League halt, muss einfach sagen, die größte Liga der Welt ist. Weil die halt sehr viel Geld verdienen und halt sehr bekannt sind. Was der Vorteil daran liegt, dass die Premier League auch die englische Sprache hat und Englisch ist halt die Weltsprache. Von daher, aber der Chipmunk hat den Scheißweg geholt. Ist mir gerade aufgefallen. Aber egal. Kicker noch vorne. Ja, alles gut. So, zum Beispiel mich hat zum Beispiel, ich gucke eigentlich nicht gerne die spanische Liga. Das Einzige, was ich gerne gucken würde, ist das Klassiko. Und das von meinem Bekanntenkreis her weiß ich zum Beispiel, gucken viele nur die spanische Liga nur wegen dem Klassiko. Weil das Klassiko halt was Besonderes ist. Real Madrid gegen Barcelona, das. Man kann es einfach nicht. Ich kann es zum Beispiel nicht beschreiben, warum es so geil ist. Warum man das gucken muss und warum das so speziell ist. Das muss man sich gesehen haben, weil da sind sehr viele legendäre Sachen passiert. Wenn man sich überlegt, mit Luis Figo, die da mal einen Schweinekopf abbekommen hat, also geworfen wurde, zum Glück nicht getroffen, das möchte ich sagen. Oder Ronaldinho, der hier eine Zaubershow abgelegt hat, also das war ja, das war das, glaube ich, das beste Spiel, was ich je von ihm gesehen habe, also das war ja übel, was der gezeigt hat. Da hat man einfach gesehen, warum er einfach Weltfußball ist und perfekt Item getroffen, alles wird einkalkuliert. Vielleicht kommt noch ein Blauer hinzu und dann ist das Leben wieder schön. Wie gesagt, das Klassiko gibt halt viele legendäre Sachen. Und das gucken sich viele an. Und wenn die spanische Liga wirklich jetzt nicht mehr gibt, wenn Barcelona nicht dabei ist, dann denke ich mal, werden viel weniger die Liga gucken. Weil halt das Klassiko nicht mehr gibt. Weil dieses Duell ist ja, okay, ist bald, dann wird wahrscheinlich Atletico gegen Madrid, Atletico gegen Real vielleicht das Einzige, was vielleicht groß werden kann. Aber Barcelona gegen Madrid ist für mich so einer der größten Matches, die es auf der Welt gibt. Für mich. Ja, ich denke mal, mehr muss man zu diesem Thema auch nicht sagen. Also ich bin mal gespannt, was am 9. November passiert mit der Unabhängigkeit und ja, was danach auch mit Barcelona passiert, also mit dem FC Barcelona, was, ob die jetzt wirklich rausgeschmissen werden und ob dann jetzt Katalonien, wenn das jetzt passieren sollte, jetzt wirklich eine eigene Liga gründen wird, was sie jetzt natürlich machen werden. Und
Ja. Aber dann kann der Barcelona eigentlich schwer eine Chance haben, in der Champions League eigentlich dauerhaft zu spielen, ne? Naja, ich glaube, das wird nicht passieren, aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Was mich dann auch interessiert, was... Also, die andere Sache ist, was mit den Nationalspielern passiert. Da ja Katalonien nicht gibt, theoretisch könnte Piqué, also ein Piqué, für Katalonien auftreten. Theoretisch. Weil es dieses Land ja nicht gibt und wenn das Land bei der FIFA anerkannt wird, dürfen die ja spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Aber schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung zu diesem, ja, aktuellen Thema. Ich habe es mir das mal einfach mal rausgesucht, weil mich das schon ein bisschen interessiert hat wegen der Unabhängigkeit. Weil gab jetzt lange Zeit nicht mehr diese Unabhängigkeit. Ich glaube, das letzte war Kosovo, oder? Der Kosovo war doch das letzte Mal, was unabhängig wurde. 2009, glaube ich. Ja, soweit. Wollte ich mal sagen. Ja. Wir sind jetzt auch mittlerweile im vierten Rennen, wie ich merke. Wird ja nach dieser Folge ein Ende haben und dann, ja, wird dann die Folge beendet hier und dann in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ja, da habe ich auch ein Thema parat, was ein User mich gefragt hat, worauf ich auch ein bisschen mal eingehen möchte. Ja, alles werdet ihr dann am Freitag sehen. Ich muss alles planen, weil ich habe jetzt momentan viel zu tun. Und ob ich das mit den Videos regelmäßig schaffe, das muss man gucken. Aber, na gut. Ja. So. Guck mal, ob wir noch den ersten Platz hinkriegen. Ja, das wird schwer. Diesmal. Sehr, sehr schwer. Weil wenn die Red Shell kommt, ja. Können wir den ersten Platz leider nicht verteidigen. So. Und, jawohl. Umgeschmissen und dann den zweiten Platz ehrenhaft geholt. Ist okay. Solange wir Pluspunkte kriegen, ist alles gut. Man muss sagen, dass ich deutlich viele Punkte habe, aber trotzdem kriege ich Pluspunkte. Ja, das ist gut. Na gut, dann sehen wir uns im